So, liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Dantoria. Hallo Mulenia. Hallo Malkondo. Du brauchst gar nicht auf Abwehrhaltung gehen, ich hau dich nicht. Mach ich nicht. Haben wir die letzten zwei Parts jetzt schon nicht gemacht? Stimmt. Also werden wir das diesen auch nicht machen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen verpult. Ich hab's mir schon gedacht. So, Tür zu. Hast dich doch noch durchgeschlichen, wa? Ja. Das ist ja wohl frech. Moment, ich wollte ja hier eh nochmal hin. Ach, das Huhn ist das, was hier so rumgackert. Was hast du denn gedacht? Ich habe gerade gedacht, ich hätte einen Enderman gehört. Aber es war dann doch, glaube ich, nur das Huhn. Ein Enderhuhn. Ein Enderhuhn, ja. Na, da komme ich nicht an. Gehen wir doch hier hoch. Ja, jetzt stehe ich wieder vor dem Problem des Daches. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ob das jetzt gut aussieht oder nicht, das wird jetzt so gemacht. Ist das klar? Ja, okay. Ich halte mich die ganze Zeit mit dem Mist hier auf. Dabei wollte ich eigentlich ganz andere Dinge erledigt haben. So. Ups. Du bist sehr tief eingegraben. Was ist denn hier los? Was ist wohl los? Ist ja hohl hier unten. Wer ist hohl? Na, hier ist eine hohle Stelle. Ach so, das war das, wo der Creeper explodiert ist. Da habe ich keine ordentliche Arbeit geleistet. Habe das hier nicht ordentlich ausgefüllt. Sowas. Das kann ich jetzt ja gar nicht glauben. Ja, ne? Das, wo ich immer so ordentlich bin in allem, was ich tue. Ja. So. Oh nein, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Sollte ich mir wohl meine neue besorgen? Verdammt, ich weiß ich einfach nicht, wie ich das hier regeln soll. Nein, das gibt's doch eigentlich gar nicht, sowas. Eigentlich gibt's sowas gar nicht, dass Mulenia nicht weiß, wie sie das regeln soll. Ja. Oh, hier ist aber ein Zombie. Irgendwo läuft hier ein Zombie rum. Ach so, nein, Moment mal, ich wollte eine Schaufel. Könnte das jetzt ja gehen? Nee, haben wir keine mehr. Wir haben keine Schaufel mehr. Nein? Nein. So ein Ärger, musst du dir wohl eine machen. Ich glaube auch. Was fehlt mir hier überhaupt? Schuhe und Hose. Zack. Ach, das geht natürlich nicht. Ach komm, ich wechsle nicht alles aus. Den auch hier. Huch. Zip. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Oh, ich könnte gerade schreien. Ja, dann tu das doch. Wenn dir danach ist. Lass es raus, Mulenia, lass es raus. Ja, das würde über kurz oder lang auch passieren. Aber ich mache jetzt einfach hier eine. So, warte mal, ich habe jetzt... So. Wo habe ich sie denn? Das wollte ich. Ah. Was machst du denn da schon wieder für die Ach, ich wollte mir eine Schaufel bauen, hab die aber natürlich nicht mitgenommen, deswegen ist sie wieder auseinandergefallen. Okay. So. Ach, das reicht auch nicht. Gut, aber das ist dann... Ist der Unterschied nicht so schlimm? Schwupp. So. Zack. Ach Mann. Oh verdammt, jetzt muss ich ganz so zulatschen.
muss ganz oben zulatschen? Ja, ich habe die Treppe jetzt schon zugemacht. Achso, wie hast du die jetzt gemacht? Kannst du dir die mal angucken kommen? Ja, ich komme. Ich finde sie so toll, weil die da so asymmetrisch ist. Von außen oder von innen? Von beides. Also sie ist ein bisschen unsymmetrisch. Oh nein, unsymmetrisch? Ja. Jetzt hast du es ja doch wieder so gemacht. Ja, so der Art halt. Hup. Aber es ist das Einzige, was wirklich funktioniert. Hast du die jetzt nur einen breit gemacht? Ja. Okay. Aber das Ganze ist unsymmetrisch. Ja, stimmt. Ist das schlimm? Puh, das ist mir völlig wurscht. Ich bin nicht der Symmetriefetischist. Aber ich. Ja, dann solltest du dich selbst fragen, ob das schlimm ist. Ich lasse das jetzt einfach so, kümmere mich um andere Dinge. Ja, genau. Und ignorier das einfach. Genau, und ja, vielleicht... Heute Nacht wahrscheinlich, ne? Unsymmetrische Treppe. Unsymmetrische Treppe. Ja, wahrscheinlich, ey. Da muss ich das natürlich noch machen. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 10. So, ich sollte mir vielleicht mal einen, ein Dingensen bauen. Was für ein Dingensen? Ein Taucheranzug. Okay. Ich werde da jetzt gleich mal in den Brunnen hineinspringen. Also hier läuft irgendwo ein Zombie rum. Aha, keine Ahnung. Spitzhacke, Spitzhacke. Warum passt denn das jetzt hier nicht? Wo? Hä? So, da haben wir auch noch eine. Ach, echt? Das noch mitnehmen. Das und das hier lassen. Tülü, tülü, tülü. Was brauche ich denn jetzt noch? Stein. Halt, Stein ist ja gar nicht hier. Also nicht Stein, sondern Koppelstein. Halt! Halt doch, ich brauche doch was von hier. Nee, war mal hier drin. Jawohl, da sind sie. Na, jetzt lass mich doch mal raus hier. Verdamm ich nochmal. Verdamm ich? Ja, da haben mich nie rausgelassen. Das ist so ein Ärger. Du, das finde ich auch absolut ärgerlich. Ich will wohl genug Cobblestone haben, den ich mir nehmen kann. Ich denke, da solltest du erstmal was nehmen können. Ja, ein so, paar Probleme haben, ne? Mit Cobblestone. Da brauchen wir bald mal wieder welchen. Ach, du bist wieder witzig. Ja, ne? Ja. Das finde ich auch. Ich bin da also ganz und gar deiner Meinung. Sind das hier eigentlich? Kann ich das wegmachen? Nee, kann ich nicht. Ich könnte da vielleicht Halbstufen hinsetzen. Nein! Erde habe ich dabei. Bock, bock, bock. So, mal eben schauen. Und direkter, du Huhn. Halbstufen werden möglich. Redest du etwa mit dem Huhn? Ich rede mit dem Huhn, ja. Hm. Du weißt schon, dass das nicht normal ist, mit Hühnern zu reden, ne? Ja, ein Huhn im Brunnen ist eigentlich auch eher unnormal. Stimmt. Oh Gott, das ist ja... Also da sollten wir wirklich ernsthaft recherchieren, ne? Du, da bin ich auf jeden Fall dabei. Denn das ist ja nun ein Ding irgendwie... Das kann ja nicht sein. Wer hat da das Huhn hingemacht?
Da kann ja was nicht stimmen, ne? Oh nein, wird das dunkel? Ich glaube ja. So. Das ist aber schwierig, so im Wasser zu arbeiten. Huch. Findste. Kaum habe ich es ausgesprochen, schon habe ich den Stein falsch angebracht. Zum Zeitbrunnen? Du weißt doch gar nicht, ob das überhaupt ein Zeitbrunnen ist. Das macht doch nichts. Nur weil da ein Huhn drin ist, heißt das nicht, dass man Zeitsprünge machen kann. Naja, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber schon verdammt groß. Okay, ich lieg übrigens im Bett. Das Huhn wird gleich absaufen, glaube ich. Was, du liegst im Bett? Ja. Yeah. Warum? Weil es dunkel ist. Oh ja. Wie, oh ja? Ich hoffe, das Huhn lebt da morgen noch. Ansonsten müssen wir noch mal eins reinschmeißen. Du, das ist ganz dunkel. Ach, echt? Ganz echt. So, warte. Oh, ich bin auch da. Ja, sehr schön. Da haben wir noch mal Schwein gehabt, du. Pfui. Ja, jetzt kommen mir bestimmt gleich wieder überall Creeper entgegen. Nur wegen du. Nur wegen Mu? Nur wegen du. Ne, das Huhn scheint noch da zu sein. Ja, das kommt hier immer zwischendurch mal raus. Der Schnabel kommt aus dem Boden. So, mal eben gucken. Zack und zack. Mach ich das mal jetzt so. Das dahin, genau. Hallo. Komm doch mal raus, du blödes Huhn. Sag mal, wie redest du mit mir? Was? Ich hab doch nicht dich gemeint. Was machst du denn da mit dem Huhn? Ja, ich hätte das ganz gerne da mal raus. Wo raus? Na, das ist da so im Dings drin, in so einer ollen Mulde da. So einer Ecke. Komm doch mal raus. Mal gucken, wenn ich das da unten wegmache. Sachen. Okay, so, das haben wir. Und das funktioniert nicht, das ist aber blöd. Machen wir die einfach nach hinten. Komm doch mal raus, du Huhn, Mensch. Das Huhn hängt in der Ecke fest. Kriege ich das denn da wieder raus? Weiß ich nicht. Raus hier, du Huhn. Ich weiß ja nicht, was du dem armen Huhn alles angetan hast. Ich tue dem Huhn gar nichts an. Geh doch da mal raus, Huhn. Kann man das nicht hier irgendwie rausschieben? Ach, das ist ja echt übel. Verdammt, die Werkbänke sind verkehrt rum. Wie verkehrt rum? Verkehrt rum. Sowas, ich glaube, wir müssen hier ein neues Huhn reinmachen. Ja, warum? Weil das da in der Ecke ist, das Huhn, das kommt da nicht raus. Okay. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das da rauskriegen soll. Keine Ahnung. Versuch's mal mit gut zureden. Ja, hab ich doch schon. Komm, put, 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 put. Ich schlag das mal. Wenn ich das jetzt oben aufmache, dann haut das natürlich ab. Ja, das ist jetzt natürlich alles echt übel, ne? Ja. Musste ich natürlich genau in die Ecke da verpieseln. Vielleicht kann ich das ja... Kann man das locken? Ja, mit Getreidesamen. Ja, ich meine, auch wenn das da drin ist. Sollte eigentlich theoretisch kein Problem sein. Komm mal her, du Huhn. Hast du Getreidesamen dabei? Ja, ja, ne? Ne, das kommt nicht. Nein? Uh-uh. Das ist ja doof. Das hat aber nahe gelegt. Na, immerhin etwas. Das ist natürlich die Frage, wie kriege ich das da raus? Ich will mal was versuchen. Jetzt verbringe ich wahrscheinlich die ganze Aufnahme hier damit, dieses Huhn da rauszuholen. Aha. Oh, jetzt habe ich es totgehauen. Ist das schlimm? Ja. Jetzt haben wir ein totes Zeithuhn.
Dann haben sich wohl unsere Zeitreisen erledigt. Wahrscheinlich, aber ich mache da einfach ein neues rein und hoffe, dass das hilft. So. Hier ist irgendwie das totale Chaos jetzt entstanden durch diesen ganzen Mist. So. Zack, zack, zack. Zack und zack. Und zack und zack. Und zack und zack. Ja, so, jetzt müssen wir kurz gucken hier. Und zack, so. Mache ich denn das jetzt am besten? Das bringt ja nichts, ne? Wenn ich das jetzt zumache, bleibt das Wasser ja trotzdem da, ne? Wenn ich mich da jetzt unter Wasser einschließe, ne? Mhm. Bleibt das Wasser dann trotzdem oder geht das weg? Oben drüber? Unten drunter. Nee, das sollte dann weggehen, glaube ich. Oh ja, es geht weg. Genauso habe ich mir das gedacht. Ich fange jetzt nochmal neu an mit dem Brunnen. Okay. So. Warum dann zwei? Oh, nur eine. Ich werde da jetzt nämlich erstmal Cobblestone und so reinmachen. Mhm. Und dann muss hier natürlich auch wieder ein Zeithuhn mit rein. Ja. Das ist wichtig. Ja. Das finde ich auch. So. Geht's hier an der Seite weiter? Was machst du da eigentlich gerade? Ich versuche gerade die Theke zu bauen. Die Theke? Ja, ist aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Alles nicht so einfach. Kannst du mal gucken kommen? Ich bin gerade im Brunnen drin. Ich komme aber gerne gleich nochmal eben raus. Der Part ist sowieso fast vorbei. Unter die Theke. Was? Och, ich rede mit mir selber. Ach so, der übliche Kram also. Ja. So. Da oben wegklopfen kann ich. Warum kann ich das denn nicht wegschaufeln? War ich da zu weit weg? Ah, geht doch. Nee, Moment, da nehme ich Holz. Sieht besser aus. Arg. Also scheinst du echte Probleme zu haben. Ja, so ein bisschen. Habe ich mir hier Stockbooster gemacht. Und das finde ich doof. Das mag ich so gar nicht. Das glaube ich dir. Das würde ich auch nicht mögen. In einer so feindseligen Welt wie der Minecraft-Welt. Nur mehr Holz? Nee, dafür reicht's nicht mehr. Ich gehe nochmal schnell ein, zwei Bäume schlagen. Was haben die dir getan? Nix, aber ich brauch's Holz. Sagt man das nicht so? Ja. Hast ja recht, man sagt es so. Ich meine, ein Ei und so tut man ja auch schlagen, ne? Das tut man ja auch falten. Ja. Aber das Rätsel ist immer noch nicht gelöst ums Falten, ne?
Nein, ich weiß auch gar nicht mehr, wo das herkam irgendwie. Das war irgendein Kochrezept oder so. Irgendwo war das, ne? Irgendein Rezept, ja. Das Ei falten. Ein Ei falten. Ein gefaltetes Ei, sowas. Also keine Ahnung, was das ist. Sehr gediegen irgendwie. Also das ist so ein Ding, da kann ich, ja. nichts zu sagen. Was tust du? Ich? Ja. Ich baue immer noch am Brunnen weiter. Okay. So, Moment, jetzt mal hier so vereinzelt, gleich hier wieder rausmachen. So, dann brauche ich noch Dings eigentlich. So. Das war verkehrt. Theoretisch. Kann man umgehen. So. Das hätten wir. Nee, warum ist der denn wieder raus? Was soll denn das? Ich hasse das, dass diese Steine immer mal wieder verschwinden, beziehungsweise Blöcke. Mhm. Wenn die zu weit weg sind. Ja, das stimmt, das ist so ein bisschen nervig. Ich jetzt mal kein so, ich komme jetzt mal wieder raus. Wo bist denn du? In der Taverne. Ich hab dich schon gesehen gerade. Ich bin schon unterwegs. Ja, also die Theke ist jetzt erstmal soweit fertig. Ah ja. Hey, sieht doch schon mal ganz nice aus. Schick, schick. Findest du? Ja. Was hast du da untergepackt? Kisten. Ah, okay. Da jo. Kommen dann noch ein paar Sachen rein. Jojo, gefällt mir aber doch schon mal ganz gut. Das ist schön, das freut mich. So, dann gehen wir jetzt nochmal pennen und dann ist auch der Part zu Ende. Mhm. Und lebt unser Zeitreisehund noch? Nee, das ist ja tot. Echt? Ja, das ist nur ein Hähnchen jetzt. Ah. So eine Sauerei. Vielleicht sollten wir das da reinwerfen. Das Hähnchen? Mhm. Ja, gute Idee. Ja, wer weiß, was dabei rauskommt. Da kommen wir nur in irgendeine Höhlenwelt oder sowas. Nee, das lassen wir lieber. So, dann beenden wir den Part, wa? Okay. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao. Und tschüss.